Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und damit zum Lesemonat Februar. Das kommt aber jetzt gleich nach dem Intro, also bleibt dran! Im Februar habe ich insgesamt 6 Bücher gelesen, 5 davon im Printformat und eins muss ich euch danach einblenden. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit den Printbüchern an. Und ja, das erste Buch, das ich beendet habe, war Schattentanz von Maxime M. Martineau aus dem KISS Verlag. Das ist der erste Fantasy-Roman aus dem KISS Verlag und ich habe relativ lange gebraucht für das Buch, weil ich anfangs nicht so gut reingekommen bin und letzten Endes war das aber eine Geschichte, die einfach unglaublich schön ist, die so ein bisschen Fantastic Beast Vibes hatte. Mit ein bisschen Liebe und natürlich den üblichen Bösewichten. In dem Buch geht es um Lina, die als Tiermagierin sozusagen aus ihrer Gemeinschaft verstoßen worden ist und auf sie ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Und ja, Nock, der männliche Protagonist, ist ein Assassine und soll Lina sozusagen zur Strecke bringen, töten, wie auch immer. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte, die ich sehr, sehr gerne gelesen und teils auch gehört habe. Und ja, das war echt so der grobe Plot. Also ich muss sagen, ich habe die Charakterentwicklung sehr, sehr gerne gemocht. Ich mochte den Schreibstil unglaublich gerne. Ich freue mich sehr auf Band 2. Der kommt diesen Monat sogar raus. Und ich muss dann gar nicht so lange warten, bis ich weiterlesen kann. Yay! Und ja, auf jeden Fall hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat von mir wegen der Einstiegsschwierigkeiten 4,5 Sterne bekommen. Aber halt immer noch eine sehr gute Bewertung. Also von dem her kann man das gut machen. Dann als nächstes, wir kommen zum Shadowhunter Reader von 2021, habe ich den ersten Band der The Infernal Devices gelesen und zwar Clockwork Angel. Und was soll ich dazu groß noch sagen? Ich habe dieses Buch einfach nur geliebt. Ich habe es inhaliert, in langsamen Zügen, weil es einfach eine ganz besondere Geschichte für mich ist, die mich einfach in meine Teenie-Jahre zurückversetzt hat. Ich habe die Geschichte, also diesen Einstieg als sehr, sehr angenehm empfunden, gerade weil Cassandra Clare meistens ja bei den ersten Bänden eher so auch ein bisschen darauf achtet, dass man die Charaktere, die komplette Welt kennenlernt und das ist ja einfach unglaublich gut gelungen. Für mich war es ein Reread und ja, hat von mir auch immer noch 5 von 5 Sternen bekommen, also ganz, ganz große Liebe zu der Reihe. Als nächstes habe ich dann One Last Dance gelesen von Nicole Böhm aus dem Mira Taschenbuch Verlag. In dem Buch geht es um Jillian, die als Schulleiterin der, ich weiß gerade gar nicht, New York Music and Stage Academy fungiert, weil ihr Vater krank ist. Und ja, sie streift dann auch irgendwann mal durch die Straßen New Yorks und trifft dann dort auf Jax, der Straßentänzer ist. Und zwischen den beiden ist so eine Verbindung da und die beiden verlieben sich auch ineinander. Es war einfach eine unglaublich schöne, ruhige Romance-Geschichte, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Ich fand sie sogar noch einen Ticken besser als Band 1, als One Last Song. Und ich freue mich jetzt natürlich auch sehr auf One Last Act, also den dritten Band der Reihe, wo es dann auch um Ethan und ich glaube Ellie heißt sie geht. Und ja, dieses Buch war einfach nur für mich Magie pur, eingefangen in einem wundervollen Schreibstil. Man ist wirklich nur über die Seiten geflogen und das Buch war viel zu schnell zu Ende. Ja, hätte mir ein bisschen mehr gewünscht von den beiden, weil es einfach nur unglaublich war. Die beiden haben einfach im Buch eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Es wurde spannend, es wurde schmerzhaft, es war voller Liebe zu jedem einzelnen ja, Ort, Wort, wie auch immer.
Dann hatte ich natürlich nochmal einen Reread und zwar Das Recht der Sieben Höfe Band 1. Da habe ich ja eine relativ groß angelegte Leserunde zur Reihe angelegt. Und ja, was soll ich sagen? Auch beim zweiten Mal lesen liebe ich die Geschichte wirklich sehr. Farrah ist einfach eine der besten Protagonistinnen, die es einfach nur gibt. Also absolute Liebe zu ihr und ja, auf jeden Fall hat auch dieses jetzt wieder 5 von 5 Sternen von mir bekommen. Ich lese auch jetzt gerade noch Band 2, das seht ihr dann in der Leseliste für den März. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, die Reihe fortzusetzen und ja, bin dann auch sehr gespannt, wie es dann weitergeht und wie es mir dann halt auch allgemein beim zweiten Mal lesen dann auch gefällt und natürlich auf den neuen Band, ja, also den möchte ich mir gerne noch auf Englisch holen und dann, weil ich es vermutlich nicht abwarten kann, anfangen auf Englisch und mal schauen, wie es dann funktioniert. Dann habe ich noch ein Buch von Emma Scott gelesen und zwar Between Your Words. Und Between Your Words war, das war schmerzhaft, das tat weh, es war voller wunderschöner Zitate, es, ja, worum geht es eigentlich in Between Your Words? In Between Your Words geht es um Thea, die aufgrund von einem Autounfall ihr Gedächtnis verloren hat und seitdem wird ihr Gedächtnis immer wieder, ja, alle 5 Minuten sozusagen resettet. Also sie hat im Grunde genommen so gesehen kein wirkliches Gedächtnis. Also sie hat halt immer nur diese 5 Minuten Sprünge, wo sie auch immer dieselben Fragen stellt. Und ja, sie lebt deswegen auch in einem Sanatorium, in dem dann Jim anfängt zu arbeiten als Hilfspfleger. Und ja, wie sollte es auch anders sein? Jim und Thea kommen sich trotz dieser sehr großen Barriere nah und verstehen sich und haben sich irgendwo auch gern. Und dann tut sich halt die Möglichkeit auf, ja, auf mit einem komplizierten und sehr riskanten Verfahren, ja, Thea sozusagen wieder zurückzuholen. Und ja, letzten Endes habe ich dem Buch 5 von 5 Sternen gegeben. Ich will nämlich auch gar nicht so viel über die Handlung verraten, weil die würde einfach nur extrem spoilern. Für mich einfach nur eine absolute Leseempfehlung. Emma Scott ist einfach wirklich eine Queen. Ich habe so oft Herzschmerz gehabt, war den Tränen nahe, habe geheult, habe geschrien. Ich war fassungslos. Und für mich war es wirklich wieder ein Highlight, ein Buch von ihr zu lesen. Ich freue mich sehr auf die Bücher, die noch dieses Jahr von ihr erscheinen werden bei Lux. Und genau, kann ich euch auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen, es ja zumindest mal zu versuchen. So, und jetzt rutsche ich ein bisschen zur Seite, denn das letzte Buch muss ich euch einblenden und zwar ist es Catch My Fall von Rebecca Weiler. Catch My Fall ist das 4. Buch der Autorin, denn Rebecca Weiler hat nämlich schon Bücher veröffentlicht unter ihrem Pseudonym Rebecca Wedekind. Ich glaube, ein paar von euch werden noch meine älteren Videos kennen, wo ich sehr über die Bücher von Rebecca geschwärmt habe. Und natürlich durfte ich dann auch ja, Catch My Fall ja, lesen und es war wirklich, wirklich schön, auch wenn ich wirklich mit dem Protagonisten zu kämpfen hatte. Ganz kurz, es geht hier um Toni, die als die auf dem College ist natürlich und dort in der Frauen-Eishockey-Mannschaft ist und diese Mannschaft geht auf die Meisterschaften zu. Und ihr Trainer bekommt dann ja Unterstützung durch einen Assistenztrainer, nämlich Nolan. Und Nolan kommt ursprünglich aus der NHL, hatte dort ja einen Unfall, der ihn sozusagen seine Karriere gekostet hat und soll dann die Mädels ja als Assistenztrainer unterstützen und trainieren. Und ja, die beiden, also Nolan und Toni, die kabbeln sich die ganze Zeit, die sind sich anfangs total spinnefeind und trotzdem ist dann halt wirklich diese Würze sozusagen da, dieses Interesse aneinander, diese aufgeladene Stimmung und ja, es kommt, wie es kommen soll.
die beiden verlieben sich natürlich auch ineinander. Den Weg, den sie aber dahin gehen, bis zu ihrem Happy End, ist kein leichter und sie gehen da wirklich durch viele Irrungen und Wirrungen. Von dem her, ja, kann ich euch das wirklich nur empfehlen, es zu lesen. Von mir hat es 4,5 Sterne bekommen, weil ich Tony sehr, sehr gerne mochte, aber mit Nolan sehr starke Einstiegsschwierigkeiten hatte und erst ab der Hälfte so richtig warm mit ihm geworden bin. Was einfach daran lag, dass Nolan ein wirklich krasser Grumpy Cat war. Und einfach, er war mir einfach zu negativ behaftet am Anfang. Und ja, es hat sich aber gewandelt. Er hat eine unglaubliche Charakterentwicklung hingelegt. Und ja, dementsprechend kann ich es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ja, so viel dazu. Das war bei diesem Monat mit 6 Büchern relativ dünn diesmal. Ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich habe dafür bewusster gelesen. Ich habe ja, die Bücher einfach auch genossen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, mir ein Abo ja, hier sozusagen schenkt oder mich abonniert, dass ihr auch kein Video mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.